Pulli bei mir hier nach dem Heimsieg gegen Energie Cottbus Pulli. Ich habe gerade zu dir gesagt, ich habe gedacht, es wird mal heute ein bisschen souverän und sicher. Und die letzten 5 Minuten waren wieder irgendwie turbulent. Ja, ich denke mal, was die Cottbusser am Anfang uns angeboten haben, war gar nichts. Also da hatte ich gar keine Sorgen. Als sie es ein bisschen offensiver gestellt haben, haben wir in der zweiten Halbzeit insbesondere schon ein bisschen gestrauchelt. Ne? Also muss man schon sagen, dass so ein Ding mal spannend wird. Ja, muss eigentlich nicht sein, ne, wenn wir den Sack früher zumachen, beziehungsweise ja, dann nicht direkt das 2-1 kriegen, nachdem ich das 2-0 gemacht habe, dann ist das Ding eigentlich durch. Aber lassen wir natürlich nochmal schnuppern. Und du hast gerade zu mir gesagt, ja, wenn ich reinkomme, wird es halt einfach nochmal spannend, ne? Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist immer so, wenn ich reinkomme, passiert meistens immer irgendwas. Dazu bin ich auch da, dafür, bin ich auch im Team, wenn ich mal nicht drin bin oder wenn ich mal nicht von Anfang an drin bin. Dann probiere ich das halt von außen zu entscheiden. Es hat heute wieder gut geklappt. Und ja, Punkt. Das ist sehr schön. Und das Tor, wie viel Sicherheit gibt dir das jetzt? Ja, das heißt Sicherheit. Ich habe es einfach gesehen, dass der Torwart in dem Moment einfach viel zu weit nach innen oder spekuliert hat, keine Ahnung. Dann habe ich den einfach ins kurze Eck geschoben, weil der halt ein bisschen doof war und das Ding da offen gelassen hat. Und von der Mentalität, sag mir mal, in dem Moment, wo ihr das Gegentor dann wieder kriegt, ne? Gibt ihr trotzdem nicht auf und spielt weiter aufs 3-1. Ja gut, was sollen wir auch alles andere machen? Wir uns ergeben nach dem 2-1 dann natürlich nicht. Es ist eher doof, wir müssen darüber reden, warum wir das bekommen haben, beziehungsweise die zweite Halbzeit nicht so richtig reingekommen sind, sage ich mal, so irgendwann. Nicht mehr so richtig, wie soll man das sagen? Also in den Zweikämpfen war einfach und daran müssen wir ein bisschen arbeiten. Dann machen wir das 2-0 nächstes Mal und dann steht es auch 2-0 und dann machen wir vielleicht noch das 3-0. Aber das Gegentor dürfen wir einfach nicht fangen. Okay, und jetzt fahrt ihr als Spitzenreiter aber nach Rostock wieder. Ja, das können wir, dass wir irgendwo als Spitzenreiter mal wieder hinfahren. Ja, machen wir einfach so weiter. Rostock hat verloren, dann bauen wir die Punkte noch auf die aus und dann geht's weiter. Ja, das nehme ich so, ne? Alles klar, viel Spaß in Rostock.